So, heute habe ich wieder was fertiggestellt und es hat sogar bisher funktioniert. Das ist ein Einröhrensender mit einer Pentode. Hier im Original ist es eine EF50 und diese Schaltung ist sogar in der Lage, etwas zu empfangen, aber das habe ich noch nicht rausgefunden, ob das funktioniert. Bei mir ist es eine PCL86 geworden, die ich hier mit etwa 100 Volt betreibe. Der Kia hier erzeugt jetzt das Testsignal. Man hört schon im Hintergrund das ankommende Signal auf der Remote-Station. Und meine Stromversorgung besteht im Moment aus den 9-Volt-Blöcken hier. Ein bisschen Schleichwerbung im Hintergrund noch. Und jetzt ruft da sogar jemand irgendwie auf dem Kanal. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier mein Signal gehört hat. Und die Betriebsspannung für die Heizung sind etwa 12 Volt. Die hole ich hier im Moment noch im Netzteil. Ne? Ja, funktioniert soweit. Und falls ihr Lust habt, vielleicht hört ihr das Signal ja auch. Das ist etwa auf 3560. Da kommt sogar jetzt einer zurück. Das tut mir leid. Der hat mich schon gehört. Da müsste ich jetzt eine Taste anschließen. Ich versuch's mal. Vielleicht hört er mich ja. Mal schauen, ob das klappt.